Hallo Leute. Huch, ich sehe euch irgendwie gar nicht. Na, und ihr seht mich wahrscheinlich auch nicht. Moment. So, jetzt ist besser, oder? Heute geht's um ein Tier, das leider in Deutschland super selten geworden ist und auch ziemlich schreckhaft ist. Außerdem, schläft es gerade, deswegen müssen wir leise sein. Es geht um die große Hufeisennase. Lustiger Name, oder? Aber unter dem Namen kann man sich gar nicht so viel vorstellen. Deswegen gibt's für euch jetzt die ersten Infos. Die große Hufeisennase ist eine Fledermaus. Obwohl sie groß heißt, ist sie ziemlich klein, in etwa wie ein Butterkeks. Hufeisennase heißt sie wegen den zwei breiten Hautlappen links und rechts von ihrer Nase. Das ist das sogenannte Nasenblatt. Es sieht wie ein U aus. Oder ein Hufeisen. Wie die meisten Fledermausarten benutzt sie ein Echoortungssystem. Sie gibt Laute von sich, die von ihrer Umgebung zurückgeworfen werden. Damit kann sie sich in der Luft zurechtfinden und Beute fangen. Das Nasenblatt der Hufeisennase funktioniert dabei wie eine Trompete. So kann sie die Töne genauer steuern und sich besser zurechtfinden. Fledermäuse benutzen dabei sehr hohe Töne, die für uns Menschen nicht hörbar sind. Mit einem speziellen Gerät kann man die Töne umwandeln, damit der Mensch sie hören kann. Das klingt dann so. Man findet die kleinen Tierchen mit der dicken Nase nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, dem Mittleren Osten, Indien, China und sogar Japan. Sie sind also sehr weit verbreitet. In Deutschland ist die große Hufeisennase aber extrem selten geworden. Es gibt nur noch eine einzige bekannte Hufeisennasenfamilie, auch Kolonie genannt, im bayerischen Hohenburg. Genau da bin ich heute unterwegs. Ich will herausfinden, warum es die Hufeisennase ausgerechnet bei uns so schwer hat und treffe mich mit Rudi, der seit vielen Jahren die Hohenburger Kolonie beschützt. Hallo Rudi! Hi Anna! Grüß dich! Hi! Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und freue mich total, weil du bist ja quasi der Papa der großen Hufeisennase hier in Deutschland, oder? Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Ja. Kann man so sagen. Gut. Okay, was machen wir heute? Ja, wir gehen in eine Höhle. Das klingt spannend, deswegen auch die Helme. Ganz genau, die ist da drüben bei den Felsen und da schauen wir jetzt hin. Dann lass uns gleich loslegen. Ja, oder? Gut. Fledermäuse sind nachtaktiv, das heißt, sie schlafen tagsüber und wir besuchen sie jetzt in ihrem Schlafzimmer. Wie viele Hufeisennasen sind denn da drin? Diesen Winter waren, 54 waren da drin. Und ich bin gespannt, ob heute noch welche da sind. Was heißt, diesen Winter bleiben die nicht ganzjährig da drin? Nein, nein, die sind hier nur im Winter. Und jeden Winter ist die Zahl unterschiedlich. Sie haben ja nicht nur diese eine Höhle, sondern sie haben ja hier im Oberpfälzer Jura viele Höhlen. Ui. Hoppala. Und wo gehen Sie danach hin? Ja, danach geht es ins Fledermaushaus. Und dort werden dann die Fledermausbabys geboren. Ah, also das ist Winterquartier und Sommerquartier ist dann im Fledermaushaus. Genau, genau. Das will ich natürlich auch noch sehen. Aber jetzt schauen wir erst mal hier rein. Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir da rein müssen, oder? Da müssen wir rein. Und ich kann dir sagen, für richtige Höhlenforscher ist das eine Komforthöhle. Du siehst die Gitterstäbe, weil es eine der wichtigsten Überwinterungshöhlen für die große Hufeisennase ist, ist es einfach wichtig, dass hier keine Störungen im Winter passieren. Also da würden jetzt Leute reingehen und das würde die Hufeisennase stören? Genau. Hufeisennasen sind wesentlich empfindlicher wie andere Fledermausarten, weil sie immer frei an der Höhlendecke hängen. Und andere Fledermäuse, die können sich auch tief in Spalten verkriechen und dann sind sie da einfach geschützt. Aber weil Hufeisennasen frei hängen, sind sie wesentlich empfindlicher. Gut, so, dann mache ich jetzt mal auf. Jetzt habe ich aber ein bisschen Bammel. Vor allem, wofür brauchen wir das hier? Was? Boah, Leute. Gut. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, du machst die Stangen alle weg. Nee, geht nur die unterste weg. Und ich
das gewusst hätte, hätte ich heute Morgen nicht so viel gegessen. Ha, kein Problem. Das müsst halten. Rudi, geht's dir noch gut? Ja. Weil es im Winter keine Insekten zu fressen gibt, fallen die Hufeisennasen von etwa Oktober bis April in einen tiefen Schlaf, den Winterschlaf. Wenn sie zu früh aus dem Winterschlaf geweckt werden, können sie verhungern. Denn das Aufwachen kostet viel Energie und es gibt noch keine Insekten, mit denen sie sich wieder Kraft anfuttern können. Deshalb ist es im Winter verboten, in die Höhlen zu gehen. Ab April ist es wieder erlaubt. Du hast nicht zu viel versprochen. Das war ein ganz schönes Abenteuer. Ja, die schwierigste Passage haben wir hinter uns. Und jetzt kannst du die Höhle genießen. Beziehungsweise mir helfen, dass da wir... Schon eine. Ja, ganz nah. Und da links oben noch. Siehst du, oben der. Oh, ja. Genau. Die hat dann schon bemerkt. Die hat die Beine schon ganz fest angezogen. Die hat den Lichtschein und unsere Wärme. Das hat die gespürt. Und was heißt das, wenn sie die Beine anzieht, dass sie gleich losfliegen will? Ja, das dauert noch ein bisschen, weil sie ist ja auf 8 Grad abgekühlt. Und jetzt muss sie erst auf 38 Grad hochheizen, beziehungsweise 30 Grad, da kann sie dann schon fliegen. Das heißt, sie schmeißt jetzt den Ofen an. Genau, die schmeißt den Ofen an. Gut ausgedrückt. Gut. Ja, das auch noch rein. Ja, aber das, siehst du, die hat nicht die Flügel um den ganzen Körper, und man sieht den weißen Bauch. Das ist ein großes Mausohr. Ja, tatsächlich, die sieht anders aus. Ja. Rudi zählt nur die großen Hufeisennasen. Da sie bei uns so stark gefährdet sind, behält er immer im Blick, wie viele es gerade in Hohenburg gibt. Da hängt eine ganz niedrig. Wir müssen ganz vorsichtig sein, um sie nicht aus dem Winterschlaf aufzuwecken. Also sind wir möglichst leise und leuchten sie nur kurz mit der Taschenlampe an. Siehst du die Zehen, gell? Die jetzt zieht sie sich zusammen. Jetzt zieht sie sich zusammen, ja. Jetzt hat sie gemerkt, dass wir da sind. Genau, lassen wir sie wieder in Ruhe. Dann wollen wir sie gar nicht länger stören. Aber sie ist wirklich so klein, total süß. Schau mal, was ist denn das hier? Genau. Das ist Kot von einer Fledermaus. Schaut auch nach Hufeisennase aus. Und da ist anscheinend, da ist der Hangplatz irgendwo da. Da kann man sich gut hinhängen. Das ist ein rauer Stein. Wie machen die das eigentlich? Du sagst, er kann da gut hängen. Das ist doch ganz schön anstrengend, wenn man sich die ganze Zeit wo festhalten muss. Ja, das ist für Fledermäuse eigentlich gar nicht so dramatisch. Die haben sehr spitze Krallen und wenn sie sich da einhängen, dann gehen die Sehnen von den Zehen gehen durch so eine Öse durch und durch das eigene Körpergewicht hängen sie sich fest. Und die müssen da gar keine Kraft aufbringen. Also es rastet sozusagen ein. Genau, die können da richtig einrasten. Und warum wird denen nicht schwindelig, wenn sie die ganze Zeit auf dem Kopf hängen? Also wenn ich jetzt mal eine Zeit lang den Kopf nach unten mache, dann wird mir ziemlich schwindelig. Die Leute fragen immer, warum sinkt denen das Blut nicht in den Kopf? Ja. Dann frage ich dich jetzt, warum sinkt mir das Blut nicht in die Beine? Der Kreislauf ist einfach darauf eingestellt. Unsere Gefäße können das so steuern und genauso können das die Gefäße der Fledermaus steuern, dass das ganze Blut nicht in den Kopf fließt. Wird dann der Fledermaus schwindelig, wenn sie auf die Füße gedreht wird? Ah ja, wenn man sie schnell mal umdreht, wahrscheinlich schon. Gut, aber wir dürfen ja unsere Aufgabe nicht vergessen. Wir müssen zählen. Genau. So. Und da ist auch schon wieder eine. Da ist schon wieder. Da ist. Hängen die da auch mal lieber drin? Ja, musst du mal hierher gehen.
glaube, ich habe 17 gezählt. Du? Ich auch. Und was sagt uns die Zahl jetzt? Also 17 große Hufeisennasen leben Mitte April noch in der Höhle. Zu dieser Zeit darf man Höhlen ganz normal wieder betreten. Mhm. Aber es ist noch die ganze Woche sehr kalt vorhergesagt. Die Fledermäuse müssen hier noch weiter in Ruhe schlafen können. Das heißt, du bist dafür, dass man die Höhlen erst später betreten darf? Zumindest manche Höhlen sollte man frühestens ab Mai betreten. So, jetzt hast du mir gezeigt, wie die große Hufeisennase im Winter lebt. Jetzt will ich natürlich noch wissen, wie sie ihren Sommer verbringen. Kannst du mir das zeigen? Ja, freilich. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal wieder da hochkraxeln. Da kommen wir nicht drum rum. Okay. Das Sommerquartier ist das Fledermaushaus, eine alte Scheune in Hohenburg. Hier wurde die Hufeisennasenkolonie vor 30 Jahren entdeckt. Jeden Sommer kehren die Tiere in die Scheune zurück. Okidoki. Jetzt spannend. Das sind die heiligen Hallen. Oh. Heißt? Da dürfen nur auserwählte Leute rein. Und wir müssen da drin jetzt ganz still sein. Die Stirnlampe hast du schon auf niedrigste Stufe. Ja. Und dann schleichen wir uns zu diesem Gewölbekeller. Und da mache ich nur schnell ein Foto. Und dann gehen wir wieder raus. Wir dürfen da nicht lange drin bleiben. Alles klar, dann Klappe zu. Das fällt mir ja immer schwer, aber ich werde es schaffen. Ihr auch. Wir stellen unsere Kamera um, sodass wir in der Dunkelheit sehen können. In der alten Scheune ist es auch tagsüber komplett finster. Es ist Frühling, also sind einige Hufeisennasen schon von den Höhlen ins Sommerquartier umgezogen. Weil es Tag ist, schlafen sie gerade im Keller der Scheune. Wie cool war das denn? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so nah rankommen. Also wir mussten uns bücken, sonst wären wir wirklich direkt dran gewesen. Ja, der Keller ist halt mal nicht höher. Boah, das war ein cooles Gefühl. Schön. Und es waren ziemlich viele, oder? Ja, wir werden sie dann auf dem Foto auszählen. Ah, deswegen hast du das Foto gemacht? Genau, weil wenn man sie so lange mit der Taschenlampe anleuchtet, dann würden sie das spüren und wach werden. Ja. Und das ist eine einfache Lösung, schnell ein Foto machen und dann auf dem Bildschirm auszählen. Ah. Die Hufeisennasen mögen die Scheune, weil der Dachboden im Sommer richtig heiß wird. Das ist perfekt, um Babys aufzuziehen. Der Keller ist nur eine Zwischenstation, bevor es Zeit wird, Junge zu bekommen. Er wird auch als Rastplatz benutzt, wenn es die Hufeisennasen mal etwas kühler haben wollen. 292. Boah, das ist aber eine ganz schöne Menge, oder? Ja, so viel haben wir noch nie im Keller gehabt. Warum musst du das überhaupt zählen, wie viele Fledermäuse das sind? Ja, das sind ja die einzigen Hufeisennasen in ganz Deutschland. Und wir wollen natürlich schon genau wissen, wie entwickeln die sich. Und darum versuchen wir, die immer möglichst genau zu zählen. Und sie sollen natürlich mehr werden. Wenn es weniger würden, dann müssten wir schauen, woran liegt das? Die große Hufeisennase ist in Deutschland stark bedroht, weil sich ihr Lebensraum sehr verändert hat. Es gibt nur noch wenige natürliche Wiesen und Felder, die sie zur Futtersuche braucht. Außerdem benutzt unsere Landwirtschaft viele Pestizide. Das sind Mittel, die Insekten töten. Die große Hufeisennase findet bei uns einfach zu wenig zu fressen. Aber in der Gegend um Hohenburg gibt es noch genug Insekten. Hier ist es zu felsig für die Landwirtschaft, also ist die Natur noch ziemlich unberührt. Außerdem liegt in der Nähe der Truppenübungsplatz Hohenfels. Das ist eine riesengroße Fläche, die nicht mehr benutzt wird und auf der seit 80 Jahren keine Pestizide gespritzt werden. Da fühlen sich die Insekten pudelwohl. Hier schwirrt und summt es immer noch so wie früher und die Hufeisennasen werden richtig satt. Es ist inzwischen Juli und ich bin wieder bei Rudi zu Besuch. Ich schaue mir mal ein bisschen genauer an, was bei den Hufeisennasen alles auf den Tisch kommt. Genau, durchs Gras. Da ist wieder ein Schmetterling. Erwisch ich nicht. Doch, da bist du. Jetzt habe ich einen Schmetterling erwischt. Und eine große Heuschrecke. Oh, siehst wow. du das? Da ist jetzt eine ganze Menge drin. Genau. Schau mal her, was da an Insekten drin ist. Wahnsinn. Und hier ein
Weibchen vom großen Heupferd. Boah. Hier haben wir eine Wanze. Eine Wanze. Da haben wir eine Assel. Das ist eine Rollassel. Sag mal, Rudi, und was wäre jetzt so die absolute große Hufeisennase-Leibspeise? Das ist ja ein Zungenbrecher. Ja, also das sind einfach große, dicke Käfer. Das waren vor kurzem noch die Maikäfer. Sind heuer auch ein paar geflogen, aber nicht so viele wie in anderen Regionen. Und dann gibt es aber noch ein besondere andere Käfer, die ganz wichtig sind. Und da zeige ich dir dann jetzt noch was. Ja, gerne. Okay. Gut. Dabei hilft uns Rudis Kollege Alex. Er kennt sich sehr gut mit dieser besonderen Käfersorte aus. Hallo Alex. Servus. Servus. So, jetzt bin ich gespannt. Der Rudi hat mir nur verraten, dass du mir noch mehr Insekten zeigen kannst, die interessant für die große Hufeisennase ist. Aber mehr hat er mir noch nicht erzählt. Ja, ich zeig dir Mistkäfer. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Kuhweide schauen und mal die Kuhbladen durchwühlen. Das hört sich ja lecker an. Und es hört sich so an, als müsste man sich die Nase zuhalten. Los geht's. Oft bekommen Rinder Medikamente, die ihre Kuhfladen für Insekten giftig machen. Wenn die Mistkäfer dann ihre Eier in solche Kuhfladen legen, schlüpfen die Larven zwar, sterben aber dann kurz darauf. Es gibt deshalb immer weniger Mistkäfer und somit immer weniger Essen für die Hufeisennasen. Rudi und Alex arbeiten mit dem Bauern zusammen, dem diese Rinder gehören. Er gibt ihnen keine Medikamente, extra um die Hufeisennasen zu unterstützen. Okay. Schau mal, dass du da von der Seite reingehst und dann den mal umklappst. Wir hätten auch noch ein größeres Werkzeug da. Also da muss man mit System vorgehen. Fühlt sich ein bisschen an wie Kochen. Nur ist am Ende das Ergebnis besser. Beim Kochen. Da. Super! Der versucht sich gleich wieder zu vergraben. Genau, das ist ein, ich glaube, ein besonderer. Da haben wir jetzt einen Aphodius. Ein Aphodius, so ist der so ein Das ist der lateinische Name. Das ist, der heißt so auf schlau. Ach so, okay. Der hat leider keinen deutschen Namen. Alfred. Nennen wir ihn Alfred. Und der legt seine Eier wohin? Der legt seine Eier direkt in den Kuhfladen rein. Und die dürfen sich da direkt im Substrat, in der Masse entwickeln. Und der fliegt jetzt in ein paar Stunden, wenn es dunkel wird, fliegt der los. Was macht er dann? Der sucht einen Kuhfladen. Also der will überall seine Eier in die Kuhfladen legen. Und wenn der dann losfliegt und den Kuhfladen sucht ein Weibchen für die Paarung sucht, dann kann die Hufeisennase den fressen. Aha, und das macht er abends? Das macht er abends. Schauen wir mal. Das ist eine Käferlarve, würde ich sagen. Okay, dann ist die ja vielleicht bald Futter für unsere große Hufeisennase. Ja. Kurz darauf finden wir noch zwei weitere Mistkäferarten. Dank des Bauers ist diese Wiese ein richtiges Schlemmerparadies für Fledermäuse. Und Rudi muss sich jetzt die Hände waschen. Die Maßnahmen sind erfolgreich und unsere großen Hufeisennasen haben was zu futtern. Guten Appetit. Guten Appetit. Zurück im Fledermaushaus. Inzwischen ist es ja Sommer und die Hufeisennasen bekommen ihre Babys oben auf dem Dachboden der Scheune. Rudi hat dort Kameras eingebaut. Dadurch können wir eine Geburt aus nächster Nähe beobachten. Ist das da unten schon das Baby? Genau, nicht das Ganze, nur der Kopf. Oh, ich habe jetzt Angst, dass das Baby runterfällt. Musst du keine Sorge haben. Das könnte gar nicht runterfallen, weil es ja noch mit der Nabelschnur verbunden ist. Jetzt ist es draußen. Jetzt ist es ganz Wahnsinn. Draußen. Und die Mama macht gleich die Flügel drum. Genau. Also sie schützt es gleich, dass es nicht runterfallen kann. Ja. Boah, toll. Aber sag mal, wie viele große Hufeisennasenbabys sind denn jetzt schon in der Kolonie geboren worden? Also das hier, was wir jetzt beobachten konnten, das war die Nummer 119. Boah. Also Höchstzahl vom letzten Jahr schon übertroffen. Aber das könnten schon noch ein paar mehr sein. Und wenn wir das rausfinden wollen, dann müssen wir bis zum Abend warten. Und wenn die Mütter ausgeflogen sind, dann können wir da schnell mal hochsteigen und die Kleinen direkt oben im Dachboden zählen. Wir können zu den Babys. Das wäre natürlich super toll. Abends fliegen die hungrigen Mütter aus, um kurz ein paar Insekten zu fangen. Davor legen sie ihre Babys ab.
Sie sollen den Bauch der Mama loslassen und sich stattdessen an der Decke festhalten. Dazu schubsen sie die Babys mit kräftigen Schlägen Richtung Balken. Das tut ihnen aber nicht weh. Die Mütter bleiben nur ganz kurz weg. Jetzt müssen wir also schnell sein. Was sind die Kleinen? Der Stuhl? Ja, der hält schon. Passt nicht so, dass wir sie nicht mehr haben. Also jetzt müssen wir sie zählen. Die sind ja wirklich mini klein. Also die können jetzt schon selbstständig da hängen? Ja, die müssen ja. Siehst du, jetzt zählen wir mal die unteren. Eins, zwei, drei. Rudis Kameras sehen nicht in jeden Winkel des Dachbodens. Manchmal versteckt sich ein Baby zum Beispiel hinter einem Balken. Deswegen steigt er jeden Abend auf den Dachboden, um nachzuzählen. Die Babys rufen nach ihren Müttern. Wenn Fledermäuse miteinander sprechen, können wir Menschen ihre Laute hören. Wenn sie jagen, nicht. Hast du 121? Ja, genau, also genau. Ich habe 122. 122, okay. Also, nehmen wir sicherheitshalber die niedrigere Zahl, es werden noch welche dazukommen. Auf jeden Fall ist das eine sensationelle Zahl, mehr als letztes Jahr und das bei diesem kalten Frühjahr. Das ist also wirklich toll. Super. Unsere große Hufeisennasenkolonie wächst und wer weiß, vielleicht gibt es ja bald wieder mehr Kolonien in Deutschland. Oh Mann, Leute, das waren vielleicht ein paar spannende Tage. Hä? Und sportlich. Ich muss ganz schön viel klettern. Aber, oh je. Jetzt wird mir ein bisschen schwindlig. Ich habe ja schließlich kein super starkes Fledermausherz. Ich komme mal runter. Uff. Haja! Und wenn ihr die große Hufeisennase auch mal live erleben wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Webseite des Fledermaushauses Hohenburg. Da könnt ihr nämlich über die Livecam die Wochenstube anschauen. Ja, oder ihr schaut halt einfach mal beim Rudi vorbei. Im Sommer macht der nämlich Führungen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus!